Ja, jetzt, liebe Leute, wir sind wieder mitten auf dem Marktplatz vorm tollen Weihnachtsbaum der Stadt Ahlen mit unserer Aktion Ahlens Traum, ein schöner Weihnachtsbaum. Und hier ist der Nörgler mit dem Stefan. Und wir gehen jetzt wieder auf Schatzsuche, das heißt auf Spendenfang für einen anderen Baum, für einen geschmückteren Baum. So, und ich habe jetzt Neuigkeiten, Stefan. Einmal habe ich ein anderer Jacke, ja, das muss man schon mal sagen. Und dann auch andere Schuhe, gell? Das kann man auch mal sagen. Und dann habe ich was erlebt, gestern Abend. Warte mal geschwind. Da bin ich an der Briefkasten und da war das drin. Guck mal das an. Da steht drauf, kleine Spende aus der Nachbarschaft für eure tolle Weihnachtsbaumaktion. Liebe Grüße, Pauline und Simone. Wow. Das hat mich speziell unheimlich gefreut, weil ich kenne die Leute und die Pauline ist ein ganz lieber, nettes Mädchen. Und über die Spende von 7,16 Euro ne, hat ihr ganzer Sparbix wahrscheinlich ausgeleert. Und mir in der Briefkasche rein. Also an dieser Stelle nochmal für Pauline. Hallo Pauline, bald ist Weihnachten. Und für Simone besten Dank. Und wir gehen jetzt direkt zum Startplatz Dr. Fashion. Also laufen wir los. Und dann hoffe ich auch schwer, dass für die zwei das Weihnachten dieses Jahr natürlich besonders gut ausfällt. Okay, alles klar. Gut. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also, dann laufen wir los. Ja, du musst dann mit Maske anstellen. Kennt man ja gleich, wenn man jemanden kennt, gleich nachheben. Ja. Vielleicht kriegt man was. Also, auf zum Fashion, Uli. Ich sage ja immer Bioskate. Früher hat er ja Dr. Skate geheißen, weißt du? Ist halt von wieder. Jetzt der Bioskate, weil er macht ja auf biologische Fasern jetzt. So. Gucken wir mal, wie das heute läuft. In der Stadt ist heute ein bisschen mehr los. Man merkt, es ist Mittagszeit, gell? Ja, das ist gut miteinander. Schönes Buch. Brauchen wir was für Weihnachten? Ein gescheites Buch. Ja? Okay, alles klar. So, Mahlzeit. Ja, gleich gehen wir jetzt zum Einkaufen. So, gleich sind wir bei unserem Uli. Sie ist ja da vorne, steht ja schon seine Verlosung. Die Fiat, wo sie jetzt macht beim ACA. Dieses Jahr, ich glaube Hybrid sogar. Ja, da muss ich ja direkt mitmachen. Ja, da musst du mitmachen, da kannst du ausfüllen ohne Kaufzwang. Okay. Kannst gleich ein paar hundert oder tausend so Dinger ausfüllen. Dann kommst du garantiert in den Genuss. So, dann schauen wir mal beim Uli, ob er rauskommt oder ob man reingeht, gell? Ja. Also, oh, alles sauber aufgebaut schon. Guck mal her. Hä? Herrlich, oder? Lauter tolle Weihnachtsschenkel. Ja, er hat heute Startplatz, unser Uli. Jetzt muss man mal fragen. Mahlzeit. Ah, Uli, du bist da. So, Hallöchen. Und? Alles klar soweit? Also gut. Bei mir auch. Ja, sind wir gerade ein bisschen Sammler. Ciao. Ja, und der ist an der Kasse, der zählt jetzt schon. Nicht erst heute Abend, sondern. Aha. Ist immer gut, wenn man vorher schon zählt. Kommt er, da ist er. Da ist er. Hoffentlich hat er das Geld dabei. Hallo? So, hallo. Also, so. Ich darf gleich mal Hallo sagen zum Uli. Hallo. Von Dr. Fashion, ja, in der Roststraße, glaube ich. In der Radgasse. Der Uli macht heute den Startplatz, hat er gesagt. Cool. Uli, möchtest du ein bisschen was sagen? Also, ja. Der Lader etc. Erzähl ein bisschen was. Also, ich freue mich zuerst einmal, dass du dich wieder für Licht einsetzt. Weil das ist ja dein Steckenpferd. Also von dem her, super. Zum anderen freue ich mich, dass du Startplatz sein darf. Und wir machen eine neue Challenge, haben wir heute Morgen überlegt. Yes. Nachdem ich das letzte Video gesehen habe und immer Dr. Skate gekommen ist, für jedes Mal
pro Video, wo komm du her auf, Doktor, Moment, ja, wo du Dr. Fashion sagst, kriegst du 5 Euro in deinen Topf pro Video. Oh, 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 oh. In jedem Video, wo du Dr. Skate sagst, ja, musst du 10 Euro nachschmeißen. Nein, okay, also ich muss auf Fashion bleiben. Wobei, Uli, wobei, ich gehöre ja nur zu der Generation. Skateboard, das weiß ich. Dr. Skate, gell? Und da bist du ja groß geworden. Ja, ja, klar. Da bist du ja groß geworden. Und du warst ein junger Pionier. Ja, ja. Ist immer noch jung, aber. Pionier bin ich, noch jung bin ich. Wie alt warst du, wo du angefangen hast? 20. Das muss man sich mal überlegen. 20. Ja. Traut sich halt gar keiner mehr. Das traut sich halt gar keiner. Der Uli hat mit 20 angefangen und hat jetzt Fashion gibt es seit. Also das, was wir machen, gibt es ja schon lange. Ja. So wie ja, es man macht. Der Name, halt. Name gibt es seit April. Ja. Und das neue Konzept von uns, das ist eigentlich das Tolle, ja, ist das, dass wir nicht nur Fashion haben, sondern wir verkaufen jeden Mittwoch Bio-Brot von Hartlingsweiler. Die unterstützen gut, wir, weil die gerade nicht aufmachen können. Wir haben einen ganz tollen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerker drin. Herrlich. Das ist wunderbar. Herrlich. Also da unterstützen wir alle Kunsthandwerker, die bei uns ausstellen und verkaufen für die. Habe ich Gläser, ja. Ja, dann haben wir ganz tolle Geschenke dir, vom Gäubeitele bis zum alles Mögliche, bis zu den Nüsseln, ja, bis zum Wein. Ja. Und unser Konzept ist einfach das, ja, dass wir für jeden was hin und dass bei uns immer was Neues zu entwickeln gut gibt. Es super gibt immer mal Blümler, das und das und das. Also einfach, komm mal angucken. Und es ist nicht nur für Junge, sondern es ist für alle. Mischt. Genau. Also, dann darfst du gleich reinschmeißen, Uli. So. Startplatz, was haben wir gesagt, 15? Genau, da. Hei, 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 da. Ja, also schmeiß rein, heute Abend kommt es wieder, ja, und ist auszählt. Bist du heute Mittag da, dass ich wir bei da dir zählen? Ihr darf zählen, kriegt ihr warme Füße. Dann setzen wir Maske auf und genau, dann er ist Maske befreit. Also gut. Also, wir bedanken uns. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Uli. Viel Spaß, jo, viel Erfolg. Gut. Bis später, ciao, dann. Gell? Ciao, ciao, tschüss, ciao. So, also, da haben wir jetzt schon mal den Startplatz. Du folgst mir, ja? Jawohl. Mal gucken, wenn wir alles heute was abknüpfen können. Vielleicht die Dame möchte sie auch was spenden. Für einen schöneren Baum. Ja, jetzt so wie der Triebe, so ein bisschen schönerer Christbaum. Oh, siehst du, so geht's los. Ja, so geht's los. Aber niemand was sagen. Oh, zack, jetzt erst richtig und jetzt sind wir richtig drauf. So. Aha. Jetzt. Also 15 haben wir schon mal, gell? Jo. Was war das Ziel 20? Hey, machen wir schon mehr. So, jetzt bin ich bei euch. Ihr habt ja schon gewartet. Wir machen eine kleine Aktion. Ja? Ja. Wie heißt sie? Ein schöner Weihnachtsbaum, ja, oder wie war das mal? Ahlens Traum. Ein schöner Weihnachtsbaum. Ist das nicht ein bisschen. Also, wenn er beleuchtet ist, sieht er ja besser aus, aber ist das nicht ein bisschen? Und was brauchen wir? 50 Euro. Ja, 50 Euro habe ich schon. Aber ist das ja. Was meint ihr da? Also ich bin da jetzt nicht so heiß. Ja, könnte besser sein. Ich habe nichts beleuchtet, noch gar nicht gesehen. Vielen herzlichen Dank. Weil ich ja ordnungsgemäß zu Hause bin. Auch noch das. Auch noch das. Also. Aber der Wasser Alfinger finde ich das ja mit den Kippen nach unten sehr hübsch. Wo ist der Hüttlinger? Der ist natürlich noch schön. Der ist schöner. Also. Gell, morgen fragen wir nämlich die Hüttlinger, ob die was spendet für die Ahlung. Ja, genau. Also, macht's gut. Gell. Ciao, tschüss. So, dann gehen wir weiter. Grüß Gott. Jetzt. Wenn der Bücherei triffst du immer nette Leute. Da triffst du immer nette Leute. Aber ich glaube, sie telefoniert gerade. Ja, das ist. Ja, ja. Ja, Frau Allgäu, bleiben Sie kurz da. Oh, die flüchtet vor mir. Ja, ich nehme zum Einkaufen. Aber. So, wir gehen zum Baumrichtung. Stefan, also, dann geht es hier weiter. Wir müssen bloß die richtigen Leute. Ja? Oh. Ja, warte mal, jetzt muss ich gerade bei dir was feststellen. Ja? Hinter der Stadt No Way drauf, kein Weg, oder wie heißt es dann? Norway. Nach Norway, jetzt. Du, das ist mein Geburtsjahr, 1953. Das hast du hinter voll drauf. Das ist ja cool. Das hast du voll drauf. Jawohl, genau. Jetzt weiß ich auch, wie ich mich folgen muss. Ja, die lassen wir jetzt einmal zum Essen gehen. Weil das bringt nichts. Heute, ich glaube,
Ich glaube, heute wird schwierig, aber ich habe zwei Opfer. So, Nelly, hallo. Darf man hallo. Was fragen? Frage darf ich immer. Darf ich? Also, was haltet ihr eigentlich von dem schönen Christbaum? Ihr standet ja unmittelbar dran. Wo kommen wir nachher? Stefan-live.de. Okay, also mit dem Kopf. Aber, Fernseher ist überholt. Frage. Also, meine Damen und Herren, ich wiederhole die Frage. Was haltet ihr von dem Baum? Kann man den besser machen? Kann man den schöner ist machen? Ist nicht bunter, aber ja. Wenn die Lichter einzeln ist, ist er ja bunter, gell? Ja, weiß halt. Das ist so ein Hartweißlicht. Ja, so. Er könnte ein bisschen bunter werden. Ja, bunte Lichter vielleicht. Kügeler. Ha? Kügeler? Ja. Was für Kügeler? Lametta, aber das hat man ja auch nicht mehr. Also, zu Kügeler, was wäre denn da so ein Vorschlag? So Kügeler-mäßig, so ein Vorschlag. Wenn da schon jetzt so eine Vorschläge gehört worden. Weihnachtskugeln, Schlossterne. Globuli. 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 Hallöchen. Also, ich will ja Sammler für der OB. Oh. Ja, der will ja nächstes Jahr gewählt werden wieder. Also, ja. In der 50er. Oder 20 Cent. Und wisst ihr was? Ganz heimlich. Wenn das der nicht annimmt, das Geld. Geben wir das für einen guten Kinderzweck. Was haltet ihr davon? Lieber die Drachenkinder spenden. Macht, ja, das macht ja schon Radio Sieber. Ja, eben das. Wir machen uns eigenes Ding. Dann brauchen wir das nicht an der Baum. So ist es. Das ja, und wahrscheinlich. Ganz blöd, ja. Von wem aus macht ihr Werbung für der OB? Ja. Nicht mal voll Werbung für der OB. Wir machen den Kleiner. Geht. Nachdem wir den Baum besser machen können, ja, machen wir da jeden Tag was draus. Also Umfrage und dann sammeln wir. Und ich nehme mal an, der OB nimmt das Geld gar nicht. Weil ja, was soll ich mit dem Geld? Wie soll ich das verbuchen? Ja? Und dann gehen wir her und geben das Kinderhospiz oder was weiß ich. Und jetzt bräuchte ich halt eine Kleinigkeit. 50 Euro. Also wenn ihr. Oh, sie geht in Stadtposition. Ja. Das dann heute Abend, spät abends. Aber keine Globuli rein, gell? Das sieht man nicht, gell? Aber ich habe bei Datenschutzmäßig nichts unterschrieben. Neu! Aber sie unterschreiben. Sie sind sogar jetzt an YouTube starten demnächst. Das ist der Baum in Hüttlingen. Das habe ich nicht unterschrieben. Das ist der Baum in Hüttlingen. Ja, ja, da sind wir morgen und fragen die Hüttlinger. Morgen fragen wir die Hüttlinger. Ja, der ganz gelbe ist gerade auch nicht. Sie macht ja auch noch was. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Grüß Gott, wer will spenden? Guten Appetit, gell? Gute. Also, wir kommen ja, da schon an. Keine Sorge. Man kennt mich. Ja. Man kennt mich. Juhu! Ich danke euch. Ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Ostern, wenn wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen. Gell? Genau. Also, besten Dank. Wir spenden dann wieder von der Osterbaum. Da, Stefan, ja, live reingucken. Genau. Aber der ist ja immer bunt. Da, reingucken. Also, ja. Das ist übrigens auch schon gekommen von der Weihnachtskugel, dass man da einfach mal ein bisschen Spaß umgeht. Ja. Sauce, dass man einfach mal Ostereier aufhängt. Ist auch schon zwei Stück gekommen. Ja. Ja, weil die sind immer bunt. Ja. Der Osterbaum ist immer ja. Bunt. Also, wir gehen weiter auf Schatzsuche. Viel Erfolg. Ja, ja, danke sehr. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nachher kommen wir nochmal, gell? Ja, dann gehen wir weg. Ja, ciao. Oh, tschüss. So, bis gut. Jetzt okay. Spende fertig. Nein. Dankeschön. Was ist für Spende? Bis gut. Du hast gerade. Darf man euch sehen? Wir standen unmittelbar vor diesem schönen Baum. Das ist Gott nicht mehr. Ah, jetzt. Neue Frage an alle drei. Kann man den Baum ein bisschen besser machen? Oder haben wir den noch gar nicht gesehen? Jetzt sind wir Punkt 1. Was wäre Punkt 2? Ein bisschen bunter. Man sieht es ja jetzt. Man sieht ihn nicht. Ja, aber ja, ist das ein Kunstbaum? Nein, schon echt. Ist das ein Tannenbaum vielleicht? Das ist eine ostfriesische Tanne. Ja. Bunder, Lichtler, was hätten wir noch? Heimischer Baum. Ein Heim. Ja, der ist schon von der Hanna. Ich habe bloß Spaß gemacht. Also Ostfriesland brauchen wir der Hanna nicht. Also die kriegen ja von uns Geld. Also so ist es.
Tätet ihr, wenn ich mit dem OB da verhandeln kann, ein bisschen was reinschmeißen? Ja, aufnehmen. Das muss man dokumentieren. Sie auch. Und Sie natürlich auch. Ich habe es gewusst, in Aalen gibt es Spenden. Was ist das Ziel Ihrer Verhandlungen? Also ganz ehrlich, der OB wird das Geld gar nicht annehmen. Und was machen wir? Spenden. Und hier Stefan. Minus live. Minus live. Heute Abend reingucken, da sind wir drin. Gell? Jetzt war so. Also, dann mach ich mal hier die Hand frei. Ja, gell? So. Oh, bitte nicht. Juhu! Oh, soll ich rausgeben? So, dann laufen wir nämlich weiter. Ihr googelt heute Abend da rein. Da sind übrigens mehrere Filme schon drin, gell? Wir sind nämlich so langsam bei 160, 170 Euro schon. Im Gesamten. Okay, da kommt schon was zusammen. Also. Ja, schöne Feiertage oder bis nachher. Ja. So. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. Also, jetzt gehen wir mal da. Sagen wir mal, da ist doch Kreuzung. Da hat es ja normalerweise einen Haufen Leute. So. Jetzt habe ich ein Opfer. Hast du keine Zeit? Ja, vor Weihnachten hast du noch Zeit. Nur 50 Le. Oh. Heieieiei. Grüß Gott. Jetzt warte mal auf. Sollen wir den Briefträger fragen? Ach, kommt neu. Den fragen. Eder, Post, Eder. Neu. Also, wir sind bei der Arbeit, nachher kriegt er noch Probleme. Ach so, nachher kriegt er noch ein Riesenproblem. Gell? Grüß Gott. Ja, ja. Hallo. Hallo. So, dale. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. So, da, da gibt es Kohle. Ja. Jetzt gibt es. Da gibt es Kohle. Da gibt es Kohle. Servus. Was machen wir denn? Du, wir sammeln für einen schöneren Baum am Marktplatz. Ein schönerer Baum? Ja. Ich habe den noch gar nicht ja, gesehen. Ja, komm mit, den gucken wir den geschwind. Was macht? Ja, weil der nicht auffällt. Weil der nicht auffällt? Der Baum fällt doch nicht auf. Das weißt du. Du meinst, weil es kommen doch sowieso keine Leute. Hier, oh. Was soll da auffallen? Das ist ja. Ein grüner Baum. Voll Lametta drauf. Ja. Lametta ist schon wieder biologisch. Biologisch ja. Nicht. Und den möchten wir verschönern. Und Weihnachtskugel soll ich bringen. Neu, 50 oder so, Euro, komm, kannst auch mehr machen. Mensch. Ich habe drei Kinder. Drei? Drei. Ah, die wollen bestimmt einen schönen Weihnachtsbaum sein. Danke dir. Bitte. Ja. Ciao, danke. Gerlinde, Gerlinde, guck mal den Baum an. Ja. Sandra, servus. Guck mal den Baum an. Ja. Hä? Ja. Was können wir da noch machen? Ein paar, keine Ahnung, Sterne, Kugeln. Ja. Ja, und das kostet ja Geld. Naja, ach so. Hättest du vielleicht 50? Ja, ist das so. Oder willst du steigern? Ja, was macht er mit dem Geld? Ja, das geben wir den mal B. Den Schmücker oder? Ja, das geben wir zum OB und wenn der es nicht annimmt, du wirst lachen, dann geht es an einen guten Kind. Keine gute Zeit. Ja, genau, du kennst mich. Jahrelang schon, du ja. Weißt. Ha, da sollte man schon was machen. Ja, also, wenn wir feststellen, die schöne Frau, die spendet alle. Ja, die Allermarine sind sowas von fleißig in Spende. Recht schönen Dank. Bitte. Die sind sowas. Fleißig ja. In der Spende. Stefan Leif. Sag, da guckst du heute Abend nein, da bist du oh, Jesus Gott im ja. Himmel. Und sehe ich schon Gruß daheim. Ja, mach ich auf jeden Fall. Und gell? Den letzten Gruß habe ich ausgerichtet, den soll ich dann, falls ich dich sehe, und somit habe ich dich heute gesehen, sehr, auch ja. Wieder von meiner Frau. Okay, gell? Ja, sag schon einen Gruß. Und ich sage Dankeschön, gell? Ja, ganz alles klar, ja, ciao, tschüss. Jetzt wird er drauf geschwind. Ja, BVB. Ja, logisch. BVB und nicht VfV. Nein! Ich bin doch eh schlecht. Vorlage auch, bitte. Also, 50er, nein, kommt vom BVB, die haben nur Geld. Oh, BVB hat nur Geld. Die hat Schadappenfan dahinter. Also, das ist HSV. So, dann legen wir los. Ja, ein bisschen was. Nicht der ganze Geldbein, nimm ich nicht, gell? 50. Ja. Herzlichen Dank. Und, werden wir Weihnachtsgrüße geschwind loswerden? Kostenlos. Kommt da in Australien an? Kommt Amerika, überall, der wo es auch will. Überall kommt es an. Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten. Ja, also, tschüssi, danke, ciao. Jetzt, wo sind die Nächsten? Sie telefonieren, haben keine Zeit. Da bin ich mir sicher, dass was gibt. Hallo miteinander. Ich muss euch schön aufhalten. Ja, darf ich das? Guck mir nochmal den Baum an. Was sagt ihr uns? Traurig ist er. Ganz traurig. Ja, schon. Also, wir machen jetzt jeden Tag, da haben wir so eine Spendeaktion und bringen das ins Rathaus, das Geld zum OB, dass nächstes Jahr der Baum besser geschmückt wird. Darf ich euch darum bitten, mit 100 Euro sind wir dabei. Ich kenne die Damen und den Herrn, weil die haben bei mir immer Kaffee getrunken. Ja, jetzt kommen wir gar nicht raus. Was haben wir kennt? Latte Macchiato, oder? Ja, das ist richtig. Das war Latte, gell? Ja. Dankeschön. Ja. Ich wünsche euch dann was. Gucken wir mal. Schade, dass wir uns fein nicht mehr sehen, gell? Ja, war immer so lustig. Ja. Aber, naja, gell? Ich wünsche euch was. Gell? Ciao miteinander. Tschüss. Sie auch. Also, ja, grüß Gott. Ja, jetzt lassen Sie doch mal die schöne Maske noch mal sehen. Oh. Ist doch herrlich. Oh, oh. Na, das kostet 50er. Ja, die Werbung kostet 50. Die Werbung kostet 50. Selber gemacht. Ja, aber so ein schicker Maske. Kein Problem. Ah, oh, das ist aber lieb. Das geht für einen schöneren Weihnachtsbaum, das Geld, gell? Gebe ich Ihnen sogar. 2 Euro, ich bin durch. Sie haben einen wunderschönen Hut. Muchas gracias. Ja. Aber wo ist Ihr Mundschutz? Und Sie haben eine schöne Maske. Ja. Dankeschön. Gell? Sie haben einen tollen Hut. Zeig mir Sie Ihr Lächeln. Ja, jetzt ein Lächeln. Also, ich danke euch schön. Gell? Macht es gut. Ciao, tschüss. Ja, an der Platz ist gar nicht schlecht. Gell? Das ist nur ein guter. Danke. Will auch was spenden. Danke. Wirklich jeder? Ach, Sie schon. Ach, so sympathisch. Wartet, ich nehme Ihnen auch noch geschwind Geld ab. Also, gucken Sie, der Baum, um den Gott, das ist der Hauptdarsteller. Und was sind von Sie, Orla. Ich tue das mal abstellen. Wir sind von Orla, er ist stefanlive.de. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja. Also, okay. Noch nicht gleich Spende, ich muss ja mal Sprüche noch sagen. Also. Oder will ich jetzt die Kabel einlegen? Nein, no, das meine ich. Sie hat der American Express, habe ich gesagt. Das ist ein normaler VR. Das ist ein normaler VR. VR. Ja, VR. Grüß mal die VR von nein, hier, gell? Hallo. Mich oh, ja, das ist für den Christbaum, ja. Also, für den Christbaum. Ich sage recht schönen Dank. Bitte gerne. Ich wünsche schöne Weihnachten. Ja. Und wenn der OB das Geld nicht annimmt, was ich ja Gott sei Dank befürchte, an eine gute Kinderzeit. Also gut. Gell? Versprochen. Ja. Ich danke schön. So, wo gehen wir weiter? Sollen wir jetzt den Briefträger fragen? Schwenken mal um, guck. Der hat es eilig. Guck mal den an. Herrlich. Oh, ah, ja. Will er auch spenden? Ich kenne ihn doch. Du kennst ihn doch. Aber. Samenspende. Wie geht es dem Hubert? Du, wir haben immer wieder WhatsApp. Ja, Sie stehen gar nicht, oder wie? Sehe du nicht, aber WhatsApp-mäßig. Denn noch bist du. Was hältst du denn von dem Weihnachtsbaum da? Ein schöner Baum. Passt doch. Also dann muss er nicht spenden. Nein, dann nehme ich kein Geld. Ja. Wenn der Baum so ist, oder 50er, freiwillig. Ja, von was willst du wegsägen? Nein, ein paar Kugeln anhängen. Der fällt so gar nicht auf. Ich sag's ehrlich, mir fällt es jetzt gerade auf. Also ich werde jetzt am Hubert sagen, wenn 50 spendest. Siehst du? Ich weiß, wobei auf Postkasten verlassen. Also für ein paar Kugelspende. Ja, also die Post ist pünktlicher als die Bahn. Das ist aber wieder wahr. Gell? Ja, also ich muss mich auch ganz herzlich bedanken bei meinem Postbote. Jetzt hat er einen ganzen Euro reingeschmissen, hast du das gesehen? Das ist bloß eine Kugel. Ich sage dem Hubert den Gruß. Das Mesh. Gell? Und ja. Alles Gute. Dankeschön, ja. Gell? Ciao, tschüss, grüß Gott. Ja. Auch Spende. Na, na. Wer will noch? Ah! Hat doch nicht. Au! Edda. Ja, hallo, ist gut. Die zwei waren von der Stadt, die haben eine Stadtmaske. Aha. Hallo miteinander, wer will spenden? Hallo. Für einen schönen Baum. Juhu. Ja, ich hab's doch gewiss. Ich hab's doch gewiss. Aber nicht so viel, gell? Da ist echt was los, gell?
Dankeschön. Ciao, schönen gerne. Tag wünschen wir. Macht's auch, gut. Gell. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ei, 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 ei. So, jetzt gehen wir auf den Weihnachtsmarkt noch. Ach so, haben wir ja gar keinen. Das Jahr haben wir ja gar keinen. Oh, einen Weihnachtsmarkt gibt. Den alle Weihnachtsmarkt? Ja, soll ich mal fragen? Warte mal. Nee, da kommt das ist eine Frage, bunte ja. Frau. Da kommt eine bunte Frau. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo es da auf der Weihnachtsmarkt geht? Es gibt ja keinen. Es gibt keinen. Ja, der Hanna heißt doch schon. Stand. Okay. Oh. Also, da gibt es keinen. Muss ich noch mit leben. Ich danke Ihnen, gell? Machen Sie es gut. Tschüssi. So, dann gehen wir da Hanna weiter. Ist gut. Hi. Hi. So, darf ich euch mal was fragen? Das geht miteinander. Wir kennen uns doch, gell? Ja. Was sage dir eigentlich zu dem Baum? Ist das eine Wucht oder kommt der zum Bachelor Mai oder wie machen wir das? Ach, sie trägt sich weg? Ja, ja, wieso das? Das kommt der Hanna bei Stefan heute Abend. Ein schöner Rücken kann auch uns ziehen. Haben wir der Pfarrer Richter irgendwo gesehen? Nee. Nein, nein. Der ist normal, ist er ja unterwegs, gell? Habe ich ja gesagt. Hättet ihr 50er für den Baum übrig, dass man den besser schmeckt? Ja, aber nicht mehr. 50er. Das ist gut. Gut. Ja, die Adler sind spenderfreudig. Grüß Gott. Sie auch dabei. Hoi. Ja, das müsste lauter sein, da haben das Geräusch. Oh, das ist aber nett. Ich kann das sagen, das ist aber nett. Meine nicht vorhandenen Goldbarren mal reinschmeißen. Ja, den Goldbarren, den suchen wir noch. Ja. Den suchen wir noch. Oh. Die Gleichungsteck, genau. Oh. Jawohl. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch was. Gell? Macht's gut. Weiß, ja, ciao, ciao, tschüss. So, also nochmal ums Karree rum. Nochmal ums Karree. Das geht miteinander, den ihr auch spendet. Für einen schöneren Christbaum. Nur geil aufgefallen, gell? Nee. Der fällt geil auf. Ja, ich bin so, 20 Cent, 30 Cent, 5 Euro, nehme ich auch. Das sind zwei nette junge Damen. Ja, das kommt da. Ja, das ist ja schon die Rettung. Grüß Gott, hallo. So, danke. Macht's gut, schönen Tag, ciao. So, also das war das. Ah. Du hast gar nicht Weihnachtsfahrzeuge müssen. Nein, die machen. Ihr spendet auch freiwillig, gell? Ohne dass ich was sage, oder? Das ist aber schade. So, grüß Gott. Hallo. So, Dele. Jetzt habe ich ein Opfer. Ha? Ja, ein bisschen was von dem Baum. Melissa hat immer Geld dabei, gell? Und heute Abend angucken, gell? Stefan live. Wie geht's daheim? Alles klar? Alles gut. Sehr schön. So muss es sein. Also ich kenne eine junge Dame, das ist die Melissa. Die geht da hin reingucken und geht genau, wie so was drin ist. Weil die kann im Kopf so rechnen, sowas habe ich noch nie erlebt. Wirklich. Fotografisch. Melissa, wirklich, Kompliment, gell? Also, Prost daheim, ich wünsche euch was, gell? Ciao miteinander, tschüssi. So. Ja, das ist schon ein bisschen Bewegung. Jetzt gehen wir mal da hin ein Stück auf. Grüß Gott. Hallo. So, warte mal, der Hanna muss man wegen Abstand fragen. Dürfen wir da durch? Ja, ja, dann muss ich halt fragen. Ja. So, Nene. Grüß Gott. Hallo, miteinander, wer will auch spenden? Für wen spenden wir? So ein schöner Christbaum, der drüber ums Eck. Was bist du mit Kugel? Ach, 50er Liter schon bald. Sie haben eine schöne Maske müssen. Oi, oi, oi. Sie haben eine schöne Nase. Ja, ich muss ja die Nase abdecken. Das ist ein Nasenschutz, ja. Okay. Ich danke Ihnen recht schön. Schönen Tag, gell? Ciao miteinander. Tschüss. Jawohl. Grüß Gott. Jetzt müssen wir mal gucken. Was wir noch im Pott hin. So. Da oben wird es immer ruhiger, Stefan. Merkst du was? Ha? Meinst du in der Apotheke, jetzt, oh, jetzt was gäbe.
Globuli. Haben Globuli. Wir halt schon Globuli. Globuli ist halt ein Tischbaumschmuck noch. Ja. So, Lili. Grüß Gott. Also, Bus, der Hanna ist also ziemlich ruhig. Hallo miteinander. Oh, schick. Super Fahrrad, muss man auch schon. Guck mal, das Teil da. Ne? Grüß Gott. Ja, halt, 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 Kadi. Kadi. In Frage nicht, er gibt mir sowieso nichts. Haha, ihr habt's gewusst. So, also dann gehen wir wieder in Metropole. Runter. Oh, das ist bei ihr weiß es. Also bei ihr weiß es. Da komme ich ja ist jetzt ganz, drauf. Ganz lieber. Da komme ich ja jetzt nicht drauf. Ganz lieber. War eines meiner Stammkundinnen im Lavazza für einen schönen Baum. Der ist in Hüttlingen und den haben wir. Ah. Guck mal. Das geht ja nicht. Und ja. Dankeschön. Und leider nicht so oft im Puccini oder kaum mehr, gell? Ja. Aber leider. Das war immer schön im Lavazza. Ja, war. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao tschüss. Ihr lacht schon so freundlich. Ihr lacht schon so freundlich. Wir sammeln für einen schönen Baum. Ja. Ahlens Traum, ein schöner Weihnachtsbaum. Ja, das ist gut. Ah, Scheiße. Scheiße. So, jawohl, also. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam noch in den Laden eingehen. Dass wir ein bisschen was zusammenbringen. So, wie viel Uhr haben wir denn, Stefan? Ah, ja, jetzt machen wir dann einen Schnitt, oder? So langsam, so langsam. Ich bin ja morgen auch wieder unterwegs, alles gut. Ich hätte vielleicht... ich habe noch eine Idee, komm mit. So. Das ist der neue Essplatz jetzt von Ola, gell? Herrlich, Fisch. Tisch. Ja, so kreativ sind die alle. Grüß Gott, darf ich Ihnen helfen? So, pass auf, ich habe eine Idee, da ist Tanja. Tanja will auch noch Geld losfahren. Aha. Tanja, dreh dich mal bitte um. Aha. Was hältst du von dem Baum? Also, ich habe ihn jetzt beleuchtet, noch nicht gesehen. Aber ansonsten ist es ein schöner Baum. Ja, können wir da noch was nachhin? Wäre schon schön. Ein paar Kugeln. Ja, Maske, Kugeln, ja. Maske hat man auch gerade genügend. Ja, denkst du der OB, weil der nächstes Jahr gewählt worden will, auch unterstützen? Ja. Mit der kleinen Spende. Ja, klar. Also wirklich, grüß Gott. Hallo. Eine kleine Spende, natürlich. Unsere Tanja. Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr recht gerne. Schön. Ja. Ich wünsche was. Gleichfalls. Ich soll dir auch Grüße ausrichten von meiner Frau. Das ich habe es ausgerichtet, ganz hart gefreut. Das freut mich. Gell? Also mach's gut. Ja, ciao, tschüss. Will noch jemand Geld loswerden? Also weiter. Bevor es jetzt noch wert ist. Folge mir. Ja, bevor es der Euro nicht mehr gibt. Grüß Hallo. Gott. Servus. So, Lille. Also. So, mein Eingang. T4U mal fragen, oder? Vielleicht übernimmt er auch den Startplatz demnächst. Ah, er hat Zeit. Jo, ich warte noch schön draußen. Nein. Pepe. Servus. Hey, komm geschwind raus. Ich brauche eine Spende von dir. Spende? Ah ja, 50 Cent, 1 Euro kannst du auch reinschmeißen. Grüß Gott miteinander. Also das ist der berühmte Pepe, also den kann ich nur empfehlen. Das ist der beste Handyverkäufer aller Zeiten. Danke. Da willst du ein Handy kaufen mit 100 Euro, mit 50, 100 gehst du raus. So wie es sein soll, gell? Für einen schönen Baum. Ja, natürlich. Also, du kennst ja deinen Nachbar drüber, den Baum. Ja. Und den wollen wir ein bisschen verschönern. Und wenn der OB das nicht annimmt, ja. Die Kohle, weißt du, was wir noch machen? Das machen wir. Für einen guten Zweck. Herzlich. Kinder und so weiter. Gut. Pepe, ich danke. Bedanke mich. Dann können wir bald Feierabend haben. Also, mach's gut. Gell? Ciao. Tschüss, danke. Achso, ich hätte schon. Also, mach's gut. Gell? Danke dir. Ciao. Tschüss. Danke. So. Also. Mal gucken, wo haben wir noch? Machen wir noch einen oder? Wie du willst. Oder machen wir. Da hinten, die Handschuhe, die haben wir schon.
Pass auf, der Oberau, die sind immer noch da, die bleiben eigentlich am Baum stehen. So, dann tust du nochmal auf den Baum vielleicht reinschwingen. Und ich würde sagen, für heute haben wir genug gemacht. Stefan, wir gehen jetzt zum Ulinum, ja, zu unserem Startplatz. Du kannst so lange Kamera, wenn du willst, ausschalten, das obliegt dir. Oder anlassen und der Uli soll zählen. Und der Uli soll zählen und dann kommt noch das Schlusswort und dann, gell? Also, jawohl. Bist du drauf? Ja, ich bin jetzt gerade drauf. Ich tue mal ein bisschen hier da. Ja, dann machst du einen Schwenk. Ein kleiner Schwenk machen, wo wir jetzt gerade sind. Schönes Geschäft. Beim Geldzählen gleich. Schöner Laden. Schöner Glitschbaum. Oh. Ha, gut, nein. Wenn das so ein Baum draußen wäre, in Aale, das wäre echt der Hammer, wäre das. Ja, da, genau. Ja. Also wir können ja die Dame so lange fragen, ob sie vor uns zählen geht. Ja. So, also, ich glaube, alles gerne, wir haben euch schon da. Sie sind heute die sogenannte Notarin. Notarin. Notarin, einer der hübschesten Notarinnen Deutschlands, sind wir gerade, jawohl. Also, dann lernen wir das einmal da raus, da kommen noch mehr Augenblick. Und Sie denn uns das zählen? Ja, gerne. Ups. Das ist der Nachteil von dem Schuh, das kriegst du nämlich raus. Ja, so. Weltstecker, also wunderbar, also. Nichts mehr drin, gut. Also, wir zeichnen das jetzt auf, gell? Ja. Und Sie zählen das jetzt, die Spende. In der Aktion Ahlens Traum, ein schöner Weihnachtsbaum. Oh, ja, und sie lacht vermutlich. Das freut mich ja richtig. Ja. So, 10, 15. Oh, der Chef, ne, dann hast du 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ja wunderbar, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Das schaffen wir. Das schaffen wir. 49. Jetzt sind Sie noch ein 50er drauf, dann sind wir bei 50. Wo waren wir jetzt bei? Ein 50er, dann sind wir bei 50. Haben Sie noch eins übrig? Ja! Ja, das sympathische Lächeln, das kann gar nicht anders sein, da kann sie gar nicht mehr. Da kann sie nicht mehr anders. Herzlichen Dank, bitte da rein. Und ein paar Zerquetschte stehen. Ja, so. Oh. Der Tag ist gerettet. Ja, aber mit so einer schönen Frau. Und das ist am Mittagszeit. Das ist natürlich echt ein Baum. Das ist schon mittags. Über 50. 50 Euro. Ja, und super. Sie werden auch noch was spenden. Ne? Was ich sagen will, dein Baum. Weltklasse. Hallo. Das haben wir aufgezeichnet. Der geht an der OB. Grüß Gott. Haben wir aufgezeichnet. Sehr gut. Und jetzt gehen wir zum Muffin. Wir schalten mit dem Schlusswort vom Uli geschwind. Jawohl. So. Sagst du noch geschwind zwei Worte und dann gehen wir. Also, ich freue mich, dass ihr daheim so gut unterwegs sind. Euch viel Spaß weiterhin und schöne Weihnachtszeit. Und euch viel Erfolg, schöne und viel Erfolg. Weihnachtszeit und genau. Dankeschön. Gell? Danke. Und heute Abend. Nein, ciao. Ciao, Milando. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.